Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Mod, nicht Mod Review, sondern Tutorial zu Tack It Light. Heute werdet ihr viel über den Pulverizer erfahren, aber mehr davon gibt's nach dem Intro. So, wie schon gesagt, ich werde euch heute den Pulverizer vorstellen. Einmal so wieder gecraftet, Chopper, ein Redstone Respite Call, eine Machine Frame, Flint, Piston. Das einzige Schwere könnte eventuell die Machine Frame sein, obwohl das auch nicht wirklich schwer ist, aber sonst ist alles sehr easy zu bauen. Ja, dann hätten wir mal den Pulverizer. Und dann brauchen wir noch eine Steam Engine. Die wird gekauft aus einem Chop zwei Chopper Key, einem Piston, Redstone Transformation Coil und Copper Ingot. Lol. Ja. Super, super toll war das hier gerade von mir. Egal. Das hier wird so gecraftet, wichtig. Nee, mit Silber in der Mitte. Und das beim Pulverizer wird mit Gold in der Mitte gecraftet. Gut, dann kommen wir direkt zum Aufbau. Der müsst den Pulverizer einfach mal platzieren. Dann stellt ihr unterhalb eine Steam Engine. Dann braucht ihr Wasser. Weil ihr seht, hier braucht der braucht Wasser. Dann holt ihr euch einmal Wasser. So von dem zum Beispiel. Zufällig hier. Das ist ganz zufällig hier. Holt ihr euch Wasser. Und legt es rein. So, sollte einmal Wasser drin sein. Ja, ihr könnt es viermal rein. Aber einmal reicht vollkommen. Und dann könnt ihr eine Kohle rein. Und schon hat der hier Strom. Er baut sich schön langsam hier Strom auf. Das solltet ihr jetzt mal ein bisschen laden lassen. Währenddessen kann ich ja mal was holen, was ihr pulverisieren könnt. Zum Beispiel Copper. Und Tin. So. So, das sollte sich jetzt hier ein bisschen Energie hochtun. Na, das reicht schon. Und desto mehr Energie habt, desto schneller wird er. Und so seht ihr gleich. Er macht das Chopper-Ingot. Pulverized Chopper. Und für was ihr die Pulver braucht, denkt ihr euch jetzt. Naja, die Pulver sind sehr wichtig eigentlich. Weil, wenn ihr dann schon höhere Technik-Sachen macht, wie zum Beispiel jetzt irgendwas aus diesen Platten, aus diesen, wie heißen die jetzt? Warte, ist so. Also, man braucht es auf jeden Fall, um Bronze herzustellen. So, sagen wir es so. Lassen wir es bei dem. Und Bronze braucht ihr halt für dieses. Ma, wie heißt das? Na egal, ihr seht ihr wieder. Ich bin echt hier so. Warte, vielleicht ist sie dabei. So gut vorbereitet. Ist das hier? Nee, nee, egal. Auf jeden Fall braucht ihr es, um Chopper herzustellen. Chopper Dust und Pulver. Pulverized Chopper und Pulverized Zinn herzustellen, und aus denen könnt ihr in dieser Reihenfolge, so was kommen wir raus, Bronze machen. So, so geht es anscheinend auch. Und wenn ihr Bronze das dann in den Ofen tut, dann kommt Bronze raus und so weiter und so fort. Gut, das war's mit meinem ersten Tutorial zum Pulverize. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann sage ich nur mal. Tschüss.